Hallo, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen mal, was der unglaublich kraftvolle Vollmond im Zeichen des Skorpions für uns bereithält. Hier gibt es das Vollmondorakel am 5.5., ein schönes Datum. Und Highlight diesmal auch gepaart mit einer Mondfinsternis, um genau zu sein, einer Halbschatten-Mondfinsternis. Letztes Mal, du erinnerst dich, hatten wir die Sonnenfinsternis begleitend. Und ja, bezogen auf den Mond geht es hier natürlich um Gefühle. Und das auch noch mit dem Skorpion heißt wirklich Deep Dive, weil der Skorpion natürlich ein Zeichen ist, was besonders tief tauchen kann, sich besonders auch in die unangenehmen Gefühle reinstürzt. Also der genießt es auch darin zu baden. Und so kann es sein, generell, dass jetzt rund um diesen Vollmond, und das kannst du auch schon vielleicht 3 Tage zuvor gespürt haben, natürlich auch 3 Tage danach, es ist aber auch immer so ein bisschen Gefühlssache, dass aktuell sehr viel emotional mit dir passiert. Und ganz ehrlich, ich merke das an mir selber, dass ich aktuell Wörter in den Mund lege, aber meistens zum Glück nur, wenn ich alleine bin oder wenn ich so ein bisschen mit mir selber rede oder beziehungsweise in meinen Gedanken oder wirklich mit meinen engsten Menschen hier mich umgebe, dass da wirklich Wörter rauskommen oder also ziemlich harte Wörter, ziemlich direkte Wörter, wenn ich von Ansichten spreche. Und es kann sein, dass sich das bei dir auch so auswirkt. Es kann sein, dass es sich bei dir aber auch in Wut, in Trauer, in Hass auswirkt. Also wir gehen in sehr große Wellen der Emotionen, ne? Weil der Skorpion kann natürlich auch sehr intensiv in schöne Gefühle sich reinstürzen. Deswegen kann es sehr wechselhaft sein. Vielleicht hast du schon die News zum Wochenende gesehen. Da lag das tatsächlich auch im Deck drin. Mir wurde durchgegeben, ein Wechselbad der Gefühle. Und das könnte hier natürlich auch anstehen. Es geht aber auch darum, bei dem Skorpion etwas nochmal tief zu fühlen, da wir jetzt auch karmisch gesehen etwas loslassen dürfen. Immer natürlich interessant, der Mond ist ja natürlich auch symbolisch für die Mutter, also auch die weibliche Energie, vielleicht gerade auch in Familiensituationen. Gib einfach mal Acht, sei achtsam, wähle deine Worte weise, geh ins Fühlen und versuche, dich intensiv wahrzunehmen, aber lass dich davon nicht übermannen. Dieser Vollmond könnte natürlich sehr intensiv für jeden Einzelnen sein. Solltest du aber im Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendenten natürlich auch noch Skorpion sein, dann ja, ist es für dich, glaube ich, doppelt so stark einfach. Mach das Beste draus, nutze es aber, weil für dich liegt hier auch die große Chance, etwas komplett loszulassen. Also das heißt, du kannst diese Skorpion-Energie, wenn du die irgendwo in dir hast, in deinem Chart, natürlich auch mega gut nutzen. Und hier wird mir gerade gesagt, schau mal, wo du deinen Skorpion hast. Also wenn du zum Beispiel Aszendent-Skorpion hast, dann geht es auch viel darum, wie du nach außen auftrittst, wie du wahrgenommen wirst, aber auch so ein bisschen, wie du dich entwickelst in deinem Leben. Also könnte das zum Beispiel viel mit deiner Persönlichkeit aktuell als Thema zu tun haben oder halt auch die Zukunft, also ne, auch beruflich oder wo willst du hin. Solltest du den Skorpion zum Beispiel im Mond haben, dann wird höchstwahrscheinlich entweder ein Familienmutterthema aktuell oder irgendwas Karmisches wird da gelöst. Oder es geht um deine Gefühle, um die Gefühlsschwankungen und intensiv dich mehr mit deinen Gefühlen zu verbinden. Solltest du ihn in der Venus haben, können sich jetzt hier natürlich Liebesthemen zeigen und da etwas gelöst werden. Also total unterschiedlich, kurze, ja, kleine geleitete Einführung wurde mir jetzt so durchgegeben. Wichtig ist einfach nur, tauche ein, lass dich tragen, aber wisse, dass du jederzeit wieder auftauchen kannst, wenn du willst. Du bist nicht gefangen. Okay, und ich verbinde mich jetzt mit dem
Seelenkollektiv und mit dem Vollmond im Zeichen der Skorpion. Worum geht es hier beim Vollmond im Seelenkollektiv? Ah, der Aszendent. Aha, okay. Habe ich gerade eben gesagt, es geht um die Lebensweise, um die Ausrichtung, aber auch um die eigene Persönlichkeit. Das sechste Haus. Pluto. Also, Pluto ist natürlich auch Skorpion-Energie. Herrscherplanet Pluto für den Skorpion. Ja, das ist die, also Rebirth, es passt schon, ne? Struktur, etwas wird umstrukturiert. Das auf, es ist wie eine Umpolung, so nehme ich das wahr, in dir. Und auch sowas wie, ja, Rebirth passt ganz gut, denn etwas, eine neue Ausrichtung. Dadurch, dass etwas umgepolt wird, dass Altes weggelassen wird, abgetrennt wird, ist es so, und das sehe ich jetzt auch wie so ein DNA-Strang, dass sich etwas komplett neu zusammensetzt. Was natürlich dich und deine Persönlichkeit, das, was dich ausmacht. Ich habe das Gefühl, wir werden authentischer in dem, was wir sagen, in dem, was wir tun, in dem, wie wir handeln. Und das hat viel damit zu tun, dass du halt dir auch bewusst wirst über dich selber, über dein Verhalten, achtsamer wirst. Und das ist wie ein kompletter Neubeginn, eine Neuausrichtung und ein Neubeginn in dir. Denn es ist an der Zeit, hier gerade auch deinem Lebensplan, deiner Seelenaufgabe, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Karte ist aber weggeflogen. Also, ich habe sie nicht gesehen. Ich hebe sie mal auf. Aber die hatte Power. Das gibt's ja nicht. Sonnenkind. Sonnenkind. Okay. Das ist deine Ausstrahlung. Also, es ist das, was du auch künftig ausstrahlst. Ne? Wir haben ja Energie, wir haben Power. Deswegen ist die auch weggeflogen, die Karte. Und es geht hier darum, dass du durch diese Neustrukturierung in dir, durch diese Neuausrichtung mehr in deine Seelenkraft kommst, mehr in deine, ja, wie sage ich das, Antriebskraft, Aura, Ausstrahlung, Charisma, dass das deinen Gefühlen auch angepasst ist. Dafür muss in den Gefühlen aber auch ein bisschen aufgeräumt werden. Das Bewusstsein. Und darum geht es, genau das, was ich meine mit dem Thema Achtsamkeit. Sei dir bewusst über dich, was du denkst, was du machst, was du fühlst. Gehe in die Selbstbeobachtung, besonders auf Gefühlsebene. My home is my castle. Es kann sein, dass sich im Häuslichen etwas verändert, vielleicht eine neue Möglichkeit auf einen Umzug, eine Umformierung, eine Veränderung in Familien, Situation und Konstellation. Für viele kann das hier natürlich auch Zuwachs sein, Familienzuwachs. Man heißt hier jemanden in seiner Familie willkommen. Das kann natürlich hier auch auf Seelenfamilie umgelegt werden. Vielleicht lernst du jemand Neues kennen oder hast ihn schon kennengelernt. Und das Band wird jetzt ziemlich eng und du holst ihn wirklich in diese Seelenfamilie rein. Abenteuer. Es wird eine Neuausrichtung stattfinden. Somit kommt auch Neues strukturiert in dein Leben. Mir wird das Zeichen von dem Widder gezeigt. Vielleicht hat ein Widder auf irgendeine Art und Weise ein Widderzeichen, entweder im Sonnenzeichen oder aber auch im Aszendenten, irgendwie was mit der Situation zu tun, mit dir zu tun oder ja, du bist selbst Widder, wie auch immer. Aber die Widder-Energie symbolisiert ja auch wieder das Neue, denn es ist ja dem ersten Haus zugeordnet, es ist der Neuanfang im Tierkreiszeichen, damit startet alles. Und darum geht es, geht um das Neue. Neue Menschen, neue Freundschaften, neue Verbindungen. Lasse das zu. Also, ne, das hier ist ziemlich ähnlich von diesem Globus, von diesem Struktur,
ja, strukturellen. Es geht darum, dass ein Zahnrad ineinander eingreift, dass sich das Lebensrad fortbewegt. Warum? Weil es in der Zeit ist. Es ist in der Zeit, dass du mehr Präsenz bekommst. Dass du mehr Präsenz bekommst. Aber Achtung! Das heißt, du bekommst eine stärkere Energie, eine Erweiterung, mehr Frequenz, mehr Ausstrahlung. Bedeutet auch, dass wenn du dich negativ lebst, das verstärkt wird. Also bitte achte, sei achtsam, beschäftige dich mit dir, beschäftige dich mit Persönlichkeitsentwicklung, mach was für dich. Vielleicht liest du Bücher, vielleicht holst du dir irgendwelche Sitzungen, die dein Bewusstsein anregen, wo du inspiriert wirst. Wohin geht's? Protection, in sich selbst sicher sein, Stabilität von innen, aber auch zum Beispiel in der Familie, Erfolg. Wenn du in dir stabil bist, dann bist du auch erfolgreich. Es ist gut möglich, dass Embrace umarme das Unmögliche. Umarme das Unmögliche, höre ich, das klingt schön. Umarme deine Träume und wenn die unmöglich erscheinen, dann umarme sie noch mehr, noch intensiver. Alles ist möglich. Du wirst lernen, in dir selbst sicher zu sein. Dadurch ziehst du natürlich dementsprechend Frequenz, zieht Frequenz an, frequenzgemäß Dinge in dein Leben. Wenn du dich gut lebst, ziehst du Erfolg in dein Leben. Du musst, und das vergessen so viele beim Manifestieren, aber die Arme aufmachen, die Hand ausstrecken und sagen, ja, ich bin bereit, jetzt zu empfangen. Her damit, her damit. Ich bin bereit. Keine Hetze, sei Geduld, aber halte die Arme offen. Wenn du die Arme verstrengst, wenn du hier die ganze Zeit dich abwehrst, dann kann das Universum dir bringen und bringen, aber es kommt nichts an, weil du hast die Arme nicht offen. Das wird mir gerade gezeigt. Also, halte die Frequenz hoch, sei achtsam, sei bewusst. Stärke deine innere Mitte. Das heißt aber auch, dass hier auf Wurzelbasis, also Familienbasis, auch mehr passieren wird. Möglich aber auch, dass du deine innere Stabilität hier verstärkst, weil vielleicht im Außen einiges auf dich zukommt in Form von Meinungsverschiedenheiten, Konflikten, wie auch immer, oder bezogen auf deinen Erfolg, ne, dass dir viele das nicht gönnen, viele Spitzen, viele Kommentare oder nur Gedanken an dich. Also das ist hier mit diesen Blitzen gemeint. Aber du bist bei dir, das interessiert dich nicht. Das ist, du bist in deinem, du bist stabil. Es ist aber wichtig, dass du das immer wieder trainierst und dich immer wieder in diese innere Stabilität bringst. Ja, zum Schluss, meine Lieben, was nehme ich noch zum Schluss? Ein Rat hier des Universums für die Vollmondenergie im Skorpion. Was ist hier wichtig? Was ist hier der Rat? Von den Engeln höre ich gerade. Ja, was soll ich sagen? Metox, Repairing the Body, Mind, Spirit. Kümmer dich um dich. Gedankenhygiene, aber auch körperliche Hygiene und Achtsamkeit, Bewusstsein. Sei dir bewusst, wo du deine Zeit verbringst, in welchen Gedanken, in welchen Gefühlen. Ganz wichtig. Aber etwas Neues kommt, Erfolg kommt, halte die Arme offen, du wirst komplett neu ausgerichtet und dein ganzes Leben wird umstrukturiert. Sei bereit und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut.